Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Wir sind wieder in der Arena unterwegs, in der Expansion Shadow of the Badlands. Und dass die Expansion mit ihren Karten die Arena-Meta natürlich nochmal ordentlich aufmischt, ist klar. Aber dass sich aktuell gefühlt jeder Arena-Run von Anfang an so anfühlt wie ein Kampf ums nackte Überleben, weil die Decks wirken wie Constructed Runs, hätte ich nicht gedacht. Ein paar Eindrücke dazu habe ich euch aus meinem letzten Death Knight Arena-Run mal hier in dieses Video gepackt und bin gespannt, wie ihr darüber denkt, ob es euch auch so geht, ob ihr sagt, 12 Wins, easy peasy lemon squeezy. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir nehmen mal Death Knight. So, ich habe euch jetzt auch mal die Punkteanzeige von Hearth Arena mit eingeblendet. Patchwork, sehr starke Karte. Zwar sehr spät, aber trotzdem sehr, sehr stark. Jetzt kommen wir zu eher etwas schlechten Two-Drops. Hier der Murloc noch mit die stärkste Karte, zumindest für den Anfang. Sinister Soul Cage. Aber Friendly Undead. Das heißt, wir müssen rein theoretisch dabei bleiben, hier auf Undeads zu gehen. Aktuell durch die Erweiterung gibt es ziemlich gute Undeads. Skeleton Crew. Ich glaube, wir nehmen hier Starlight Whelp. Und hier nehmen wir wieder Skeleton Crew. Wir hätten tatsächlich für Dingens gehen können. Wir hier Dark Transformation, sehr stark. Surrender Knight Tolvir finde ich hier auch gut. Wir haben aber immer noch keinen Clear. Deswegen nehmen wir den Clear mit. Grim Necromancer, auch klar. Kobold Sticky Finger auf keinen Fall. Rotten Applebaum ist nochmal ein Heal zusätzlich. Just Bloodworm hier am stärksten. Ist auch nicht die stärkste Karte. Hier Contain Unit, sehr stark. Aber auch sehr spät. Gnome Muncher, auch sehr stark mit dem Heal. Gute Karten bis jetzt. Boatbagger, finde ich als One-Drop eigentlich ziemlich gut. Ogre-Rant Gang Rider ist auch geil. Nehmen wir hier einfach für den Rush. Hier wieder Skeleton Crew. Wir hätten tatsächlich für den Bone-Typen bleiben können. Hier Candle Taker. Wegen dem Reborn mit am stärksten. Hier wahrscheinlich Possifier oder Eye of Chaos. Aber wir gehen hier tatsächlich auch für den Possifier. Wegen den Minions mit Rush ist schon ziemlich stark. Könnte hier immer noch sehr stark sein. Hier wäre nochmal ein Clear für die Corps, die wir haben könnten. Aber ich glaube, wir gehen hier für Minions. Auch hier wieder High Nodulis brauchen wir nicht. Whelp Wrangler, wir gehen hier Darkhold Nephite für den Buff. Für die Minions auf der Hand. Wäre er fast für den Urga Gang Rider. Wir haben noch keinen einzigen One-Drop. Also wir müssen jetzt langsam zusehen, dass wir hier noch One-Drops kriegen. Aber ja, gut. Ist Draw. Oh, nochmal eine Content-Unit. Die nehme ich, egal was ich jetzt tue. Ist egal, wie gut die abschneidet. Sunspot Dragon kann hier gut Leben retten. Aber wir können hier auch Corpse Bride nehmen. Ist nur 5-Drop und gibt uns im Endeffekt noch was für die Corps dazu. Wir haben bis jetzt bloß zwei Karten, die unsere Corps verbrauchen. Nehmen wir Corps Bride, wieder Skeleton Crew hier. Wir brauchen aber langsam 1-Drop. Also wir haben immer noch keinen 1-Drop und wir haben nur noch 6 Karten. Na, hier wird Sarstrike. Kein 1-Drop direkt. Boah, scheiß Drops tatsächlich hier. Wir holding a Dragon Heal to Damage. Zu weit nach hinten raus nicht, dafür haben wir zu wenig Karten, die low sind. Deathstrike wäre nochmal ein Heal, aber hier gehen wir tatsächlich Fistful of Corps. Ach, Leute, ich kriege keine richtigen One-Drops hier heute. Darkfallen Neophyte haben wir jetzt ein zweites Mal drin, ein drittes Mal, aber hier wird es wahrscheinlich wieder Fistful of Corps. Da müssen erstmal zigtausend Dinger sterben, damit das was bringt. Und nochmal 7-Drop. Das wird hart. Wir kommen erst sehr spät mit dem Death Knight raus. Ich bin gespannt. I am Rafa, the Supreme Salesman. The Ice Storm gathers. Okay, wir haben einen 2- und 3-Drop, das ist schon okay. Und noch ein 2-Drop, beziehungsweise Hero Power. Also eigentlich eher ein 4-Drop. Aber Drop ist Drop. Ah. Später jetzt. Ah, okay. Da kommt unser Rush 2-Drop jetzt schon wieder ganz gut gelegen. Dafür hat er halt extra gecoint. Er wird wahrscheinlich noch eine Antwort auf Turn 2 haben, ansonsten hätte er wahrscheinlich nicht rausgecoint. Okay, das ist auch okay. Wir gehen hier aber für den Starlight Whelp.
Rush, whenever this takes damage, get a barrel of irgendwas. Was? Get a barrel of sludge. Ach, mit 3 damage, okay. Okay, ich möchte eigentlich... Er hätte schon 2 Barrel of Sludge auf der Hand, das ist unschön. Look at 3 cards in your hand and choose 1 to discard. Draw 2 cards. Okay. Okay, er nimmt auf jeden Fall schon mal die Barrel of Sludge weg. Ein 3-Drop wäre zu schwach. Weil ich denke, Hero Power plus Dark Transformation wäre jetzt zwar auch ein Play gewesen, aber ich wollte hier ein bisschen on curve bleiben. Oh. Und genau da hätte es unseren wieder zerstört. Okay, dann kriegen wir wieder Corpse. Er hat auf jeden Fall einen Clear auf der Hand. Siphon Soul. Geahnt habe ich's. Patchwork bringt mir am meisten, wenn bereits ein Board auf dem, Quatsch, allerdings auf dem Board ist, Minion. Die Frage ist jetzt, wenn wir hier das spielen, da brauchen wir 8 Mana für, wir kommen hier nicht on curve raus. Ich glaube, wir gehen hier einfach mit dem Patchwork. Sehr gut. Destroy a minion, hero takes damage equal to its health. 6. So, wir haben jetzt hier Rush Wind Fury. Das Ding ist, bringt uns nichts. Wir müssen hier... Okay, ich hoffe, der Play war jetzt nicht übertrieben, aber das meine ich, so hatten wir wenigstens auch eine Antwort, als wenn wir am Anfang Dark Transformation into seine Dinger da gespielt hätten. Whenever he takes damage, summon a random minion. 3-cost minion. Okay. Rush Wind Fury ist hier ganz gut. Hier kommen wir auch on curve wieder weg. So. Hier ein bisschen hinmachen. Summon a demon with taunt and stats equal to your hand size. Na, geil. Okay, wir müssen hier irgendwas finden. Kein Silence. Whenever your hand has less than 3 cards in it, get a random Murloc. Okay, er geht all in. Er geht so all in? Ja gut, eine andere Möglichkeit hat er kaum. So viele Antworten haben wir jetzt gleich hier nicht mehr.
Oh, no way. Er geht einfach nur face. Oder? Shit. Ja, wir kriegen jetzt hier ein Problem. If you're holding a dragon. Ich halte aber keinen Dragon. Ich brauche einen Dragon. So, die Frage ist jetzt. Das ist einfach nur schlecht. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, ich bin tot. Er hat 6 Karten auf der Hand und Warlocks haben eigentlich oft nochmal Direct Damage. Und wenn es der Board clear ist. Er hat Direct Damage. Oder? Null. Oh, wir sind... Bitte, lass ihn nicht irgendwas anderes noch haben. Ich habe jetzt gedacht, da kommt ein heftiger Demon raus, der mir jetzt gleich noch 9 ins Face geben kann nach dem Turn, aber... Es sieht nicht so aus, als hätte er jetzt eine Antwort. Okay, eine Antwort, um das Board zu clearen, ist jetzt nicht so schwer. 3 Damage an alle. Okay. Tantric Drill. Okay. Was hat er noch? Eine Karte im Deck. Die will er nicht ziehen. Es sei denn, sie könnte ihn jetzt retten. Battlecurrent Deathrattle, put a badge on the bottom of your deck. Okay. Okay, er hat sie nicht gedrawn. Ich bin bei genau 6. Oh mein fucking Gott! Puh, höchste Eisenbahn. Es hätte ihm das noch retten können, wenn er mit dem scheiß Us, wenn die mein 4-2er Lifesteal gehittet hätte, hätte ich nicht genug Damage gehabt, um ihn nächsten Turn down zu kriegen. So, gegen Paladin. Vor Lordaeron. Wir gehen hier für nix davon. Bitte tut... Oh, wir kommen erst wieder sehr spät raus. 3, 4, 5 ist denn zwar eine gute Folge, aber 1 und 2 sind wir voll aufgeschmissen. Und er hat einen Opener, oder? Ja, irgendwas Gutes. Ja, scheiße. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Spend to corpse.
Starlight Whelp, du musst das bringen jetzt. Okay. Two Coins. Ja, die behalte ich auf der Hand. Give your four. Ach du Scheiße. Das kann jetzt hart werden. Wir gehen hier direkt für unseren 7 Drop. Ich überlege jetzt, wie wir das hier hinkriegen. Ich dachte mir das schon. Er hat eine Antwort jetzt gezogen. Shit. Plus 2 Attack macht den auf 6. Reagieren wir hier oder nicht? Okay, ich glaube, der Gyrokopter kann uns hier noch in einer anderen Position besser helfen. Das von den Stats jetzt auch besser. Get 8 3-2 Bandits with Bonus Effects. Ah ja, ja, genau, alles klar. Hab ich irgendeine Möglichkeit hier? Ja, habe ich. Wir lassen das so. Wir lassen das so. Dun, 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 dun. Okay. Rush lässt dir gerne 1 Attack für each Card. Ach du Scheiße. Okay. Ich sag ja, mit dem Deck wird's ein Krampf.
Er muss auch immer heftige Antworten haben, ne? Das ist einfach unnormal. Scheiße, ich hab grad einen Hit gemisst. Ja, komm, wie oft hast du den noch auf der Hand? Alter. Junge, spiele ich hier schon wieder Constructed oder was? Junge, Alter. Ja, geh mal all in, Alter. Geh mal all in. Es kann einfach nicht wahr sein, auf alles eine Antwort zu haben, ne? Ja, ja, Rush, bla 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 bla. Dreizehn, es reicht nicht aus. Sein Ernst oder was? Und er hat nach meinem super Play, was ich jetzt hatte, hat er bestimmt noch zwei Direct Damage auf der Hand. Nee, oder nicht? Okay. Fuck! Fuck die Hölle, Alter! Das... Jung! Puh! Ich würde nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, aber das Herz der Karten fucking nochmal war gerade bei mir. Hallo, Freunde. Wuhu! Sei versus Nemzi! Okay, der One-Drop gefällt mir hier, der Two-Drop ist auch völlig in Ordnung. Das ist auf jeden Fall eine angenehme Starthand, außer jetzt natürlich die Containment Unit. Das Eis weg hier. So, okay, wir brauchten keinen One-Drop. Oh mein Gott. Junge, da kommt Frostmourne wieder runter. Nice. Was passiert denn, wenn ich das jetzt nochmal mache? Ich habe mich schon ewig nicht mehr mit den Karten beschäftigt. Okay. Die Frage ist, hau ich die 3 Damage auf den rauf? Ich denke, das war schon okay so. Anstatt den zu traden, so haben wir wenigstens weiterhin Board, hätten wir auch so, aber ist so. Und jetzt haben wir nämlich Problem, würde ich schon fast sagen.
So, wir haben jetzt gleich genug für den die Containment Unit. Oder halt für den Pacifier, je nachdem, was er spielt. Jetzt Coin hast du nicht. Also, was willst du tun? Aha, okay. Okay. Jetzt muss ich gerade was gucken. Wie ich das hier am besten mache. Ist das ein Undead? Nein, ist es nicht. Das sind nur noch drei. Oh, mache ich das? Ja, ich mache das. Er darf nicht noch mehr. Ja, schade. Aber das bringt ihm zu viel Boardpräsenz, wenn der jetzt jedes Mal, wenn er Damage kriegt, dann noch ein 3-Drop aufs Board kriegt. Deswegen gerade sehr verschwenderisch gewesen mit meinen Antworten, die ich eigentlich gehabt hätte. Jetzt sind sie alle futsch. Oh oh. Nicht gut. Okay. Minions take double damage this turn. Er hat schon gesehen, dass er den zerstören kann, oder? Okay, hat ein bisschen mehr vor. Okay, das ist eigentlich nicht das Play, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich wäre so wahrscheinlich sonst tot gewesen. Doch komm, die Silence und gib mir den Heal bitte. Nice. Perfekt. Nein! Oh mein. Warum? Der hat auch noch das richtige Target. Ach, Mensch. Und nur Face wieder, ne? Ja, genau. Schön. So, hier ist jetzt die Frage. Big enough for the two.
Okay. Zumindest ist der Damage schon mal rausgenommen. Boah, komm, Abyssal Enforcer. Seid ernst. Ich weiß nicht, ob ich die Chaotic Drills hier spielen würde, aber hier sieht's jetzt... Okay. Okay. Okay, das war... Ich wusste nicht, warum er die Chaotic Drills... Also, es wäre mein sicherer Tod gewesen. Er wird wahrscheinlich jetzt eh nur noch Face gehen. Spielst du den Chaotic Drill? Er kriegt ihn nicht on point gezogen. Das ist gerade das, was er die ganze Zeit versucht. Okay. Deal 5 Damage. Oh, da habe ich nicht genug Mana für. Die Sealsticks Damage sind hoffentlich Tour Minion, ansonsten bin ich wahrscheinlich tot. Nein, er kann sie einfach so spielen, scheiße. Ach, mein Gott. Fuck. Aber das ist es halt, ich habe wenig Early und das macht es einem halt echt schwer. Wenn du gut rauskommst und dann irgendwann die Antworten findest, okay. Aber erst zu spät. Wie gesagt, kein Minion als One-Drop, was uns hier ein bisschen Boardpräsenz geben könnte direkt. Sind auch jetzt bloß wieder als zweites dran. Hab kein One-Drop, dankeschön. Coin, wie viel Coin hier? Okay, ein 6-1er 2-Drop. Oh mein Gott. Kann ganz hilfreich sein, einfach als Clear von einem dicken Minion. Greift nicht an. Okay. So, jetzt haben wir wenigstens ein paar Sachen, mit denen wir rauskommen können. Thank you. Okay, anscheinend hat er vielleicht glücklicherweise nicht allzu eine gute Hand. Ah, nein. Wird auch noch belohnt mit dem scheiß Drachen, der ihm noch einen Drachen gibt. 4 Mana, da kommt definitiv noch was runter. Sag ich ja. Reborn, leider kein... Ist ein Undead. Wir könnten hier I
Wir hätten hier drei, dann hat er aber keinen Rush. Und ohne Rush bringt uns das nichts. Get 2 Coins. Mach ich das jetzt schon? Ja. Discover a mech from another class. Es ist halt schlimm, dass ich immer auf die Containing Units angewiesen bin, die, wenn überhaupt, erst sehr spät rauskommen und auch keinen Rush oder sonst irgendwas haben, sondern nur den Death Rattle. Das ist an sich trotzdem stark, aber es kommt halt erst sehr spät und ich kann nicht direkt reagieren. Na, Play hat mir jetzt auch nicht so ganz gefallen, aber was will ich machen? Discover Play. Mother, we seek your counsel. Alter, es ist. She has heard our plea. Ja, wir könnten hier selbst mit dem Gyrokopter nicht rechtzeitig reagieren. Deswegen muss ich das jetzt spielen. No. Lass was Dickes rauskommen. Okay. Nice. Damit kriege ich wenigstens den 6-7er weg. Eins macht drei. Naja, destroy an enemy, scheiße. Ich habe 9, er hat 12, er hat 15 auf der Hand. Das ist ein Kampf ums nackte Überleben. Okay. Und er geht nur Face.
Hä, er hätte Lethal gehabt. Ist er dumm? Nee, 15, 13. Doch, er hätte Lethal gehabt. Ach, ist, also ganz ehrlich. Tja, damit ist mein Lifesaving auf jeden Fall weg. Ja, genau. Ach komm. Also ganz ehrlich, jetzt ist aber vorbei hier, oder was? Two wins. Das ist nix. Gegen was spiele ich hier? Uiuiui, wo wollen wir da hin? Er hat irgendwie auch erst sehr spät irgendwelche an. Oh nein, jetzt hat er. Nein, er hat einen Silence. Ah, war mir schon fast klar. Zehn Mana, 10 Rüstung will ich einen Warrior ungern sehen. Shield Slam und dann war's das. Ja, Zendetai ist es natürlich auch gut. Einfach nur vorbeugen. Falls ich am Ende mit der Hero Power da durchkomme, um irgendwo anders durchzumüssen, wäre das ganz cool. Dein Ernst? Er hat natürlich dieselbe Karte wie ich.
Die beiden in Kombination wären jetzt auch cool, aber ich bezahle was für den 6 und der kostet dann, ich glaube, 7. Das heißt, ich komme da nie drauf. Ich könnte das spielen, den rausnehmen, dann den mit dem rausnehmen. Passt. Okay, dafür verbrauche ich jetzt nicht Fistful Corps. Nicht dafür. Der wird noch was Dickeres im Petto haben. Was jetzt? Okay. Na, das macht's mir jetzt schwieriger, aber nicht unmöglich. Nein. Ach so, ich dachte. After you play a taunt minion, gain durability. Achso, er hat jetzt auch noch taunt minions als Fackel, oder was? Naja, oder nicht. Damit wird er aber nur face gain, das weiß ich jetzt schon. Ich würde sagen, Rettung in letzter Sekunde oder ist es jetzt nochmal so ein Winseln, bevor mir den Gnadenstoß gibt? Mhm. Wenn sowas Großes kommt, habe ich, glaube ich, gleich keine Antworten mehr. Jetzt bin ich sowas von auf RNG. Sowas von RNG abhängig. Ein anderes Play kann ich jetzt hier nicht mehr machen. Ich habe keine Karten auf der Hand. Das war's. Jetzt wäre hier Card Draw echt cool. Aber wir haben kein Card Draw im Deck.
Er hat Card Draw. Wie soll es auch anders sein? Scheiße. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ich wüsste auch nicht, was uns jetzt hier komplett noch retten kann. In einem Turn kommen wir hier auf jeden Fall nicht wieder gnadenlos aufs Board. Richtiger Play von ihm wäre jetzt hier einfach Face zu gehen. Und zu hoffen, dass ich die Bombe ziehe. Ich denke, seine anderen kleinen Mini-Bombs regeln hier den Rest. Vier, fünf, sechs, das macht sechs, plus vier macht zehn. Gut, jetzt hier die zweite Attack noch zu kriegen, dürfte nicht schwer sein. Das war's. Auch wieder der Run. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte mehr One-Drops einpacken müssen, aber dann hätte ich ein scheiß Deck gehabt. Aktuell läuft nicht, du. Aktuell läuft nicht. Letzten drei Runs, das höchste waren fünf oder sechs Siege. Das ist nicht das, was man sich wünscht aus Arena.